So, der junge Mann neben mir ist noch immer Jakob Grün. Hi. Heute ist unser zweiten Teil beim Spazierengehen. Wir werden die ganze Zeit nichts sagen, wir werden einfach nur spazieren gehen. Genau. Und im Hintergrund läuft Fahrstuhlmusik. Ja. Schön, danke fürs Video. Wir sehen uns. Bye. Mach's gut. Jakob, wir fangen mit der Frage an, wo wir quasi aufgehört haben. Ja! Du hast bei Berlin Tag und Nacht aufgehört. Ja, genau. Warum? So ehrlich man das jetzt hier beantworten kann und darf. Das ist eine vielschichtige Frage. Einerseits, also du musst dir ja vorstellen, das ist ja genauso wie bei dir. Genauso wie es jetzt bei dir ist, war es bei mir auch immer. Du hast sowohl deinen Job, jeden Tag vor der Kamera stehen, und dann hast du nochmal deine Selbstständigkeit. Jeden Tag vor der Kamera stehen. Und da eine Balance zu finden, die irgendwie gesund für dich ist, ist fast unmöglich. Und es hat mich dann irgendwann nicht nur physisch, sondern auch einfach psychisch so kaputt gemacht, dass ich die ganze Zeit zwei Jobs hatte und mich um so viel Kram kümmern musste. Eigentlich wollte ich ja für mich irgendwie auch noch ein bisschen was aufbauen, weil, wenn ich ehrlich bin, am allermeisten macht mir Spaß, irgendwie geile Videos zu drehen, eigene Projekte zu machen. Und das, was halt eben mein Hobby ist, womit ich mein Geld verdiene, und das konnte ich einfach nicht mehr. So, und dann bin ich irgendwann auch einfach mental völlig daran kaputt gegangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Berlin Tag und Nacht gedreht haben, da haben wir eine Rolle gespielt. Die Rolle wurde von irgendjemandem geschrieben. Genau. Das war die Geschichte von irgendjemand, der die erfunden hat, und wir füllen das quasi mit unserem darstellerischen Können aus. Klar kann ich mir vorstellen, wenn man die eigenen Ideen hat, wenn man den eigenen Antrieb hat, eigene Sachen zu machen, ist es natürlich geil. Aber wie du schon sagst, man ist zeitlich halt doch so komplett begrenzt, so sehr gebunden, weil es ist auch das Drehen bei Berlin Tag und Nacht ist natürlich einen Job, wo man fest angestellt ist, wo man halt jeden Tag arbeitet. Voll. 12 Stunden am Tag teilweise so. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Und da hast du halt einfach auch nicht mehr die Power, um die anderen Sachen dann umzusetzen. Genau. Wie ich schon im anderen Video gesagt habe, ich finde, es ist ein lachendes und weinendes Auge, weil ich das geliebt habe, mit dir vor der Kamera zu stehen. Gleichfalls. Und ich finde, das hat man auch eigentlich immer gesehen. Ja. Was ich immer ganz lustig fand, ganz am Anfang, wo wir zum ersten Mal gemeinsam gedreht haben, die meisten Kommentare, der soll sein Vater sein, im gleichen Alter und so. Bullshit. Es ist vom Alter haut's hin. Ja. Und es hat echt gut connected. Umso mehr freue ich mich auch für dich, dass du jetzt den Weg gehst und es klappt. Und der Erfolg gibt dir recht. Ja, voll. Und das Ding ist halt, das ist immer, das ist irgendwie so, keine Ahnung, wenn man, es ist irgendwie sehr viele, die so einen Job kündigen und sowas treten, dass es wird dann ja immer so total krass breit getreten und so. Aber für mich ist es irgendwie so, ja, hey, ich habe meinen Job gekündigt. Irgendwie ein neuer Weg. Es geht einfach weiter. Worum geht's weiter? Also erstmal muss ich gucken, dass ich meine Kohle rankriege, so, dass ich irgendwie mir eine komplette Grundlage schaffe, weil die habe ich mir zwar nebenbei aufgebaut, als ich bei BTN war, aber die muss jetzt noch mal ein bisschen mehr ausgebaut werden, bevor ich mich dann um Schauspielprojekte nochmal etc. kümmern kann. Influencer sein heißt trotzdem, dass du regelmäßig deine Sponsoren bekommst, dass du regelmäßig dein Einkommen bekommst. Ja. Das ist alles nicht mehr ganz so einfach, wenn du dann selbstständig bist, weil du hast ja auch weiterhin deine scheiß Fixkosten. Du hast deine Miete, du hast den Strom, du hast whatever. Du musst das Geld für die Steuern zur Seite legen. Und das ist halt jetzt gerade einfach so die Anfangsphase. Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben komplett selbstständig. Ja. Und die dauert ein bisschen, da habe ich auch Respekt vor. Ja. Gehe da mit Respekt ran. Und dann sehen wir mal, wenn es dann irgendwie jetzt komplett rollt, dann kümmere ich mich wieder um weitere Sachen, um größere Projekte. Ja. Genau. Aber jetzt erstmal mache ich das, was mir am meisten Spaß macht. Genau. Und verdiene damit Gott sei Dank Kohle. Ich sehe dich ja weiterhin auf allen möglichen Kanälen, Insta, TikTok. Ja. Und bist du ja sehr kreativ, wie ich sehe. Ja, ja. Du fängst ja jetzt Gott sei Dank auch wieder mal an. Ja, weil ich einen guten Mann hinter der Kamera habe. Ja. Und du weißt ja selber, wie es ist. Du hast ja auch deinen Mann, der dir da die Ratschläge erteilt. Genau. Beziehungsweise du filmst ja das meiste, glaube ich, selber. Ja, aber ich habe ein gutes Team. Also ich habe einen wichtigen Menschen hinter der Kamera, mit dem ich viel zusammenplane. Deswegen geht's niemals ohne das Team. Richtig. Du hast deine Maxim die Frage der Fragen gestellt. Ja. Du willst in den Hafen der Ehe einlaufen. Ja. Krasse Sache, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wann wird geheiratet? Ich weiß es, aber ihr wisst ja nicht. Wir haben uns vorgenommen in 2 Jahren, also 2024, da irgendwie im Sommer.
mitgenommen. Weil es hat Zeit. Ich finde diesen Status Verlobte, also verlobt sein, auch irgendwie ziemlich geil. Ich will den gerne ein bisschen auskosten. Ja. Ja, einfach so zu sagen, ja, meine Verlobte und ich kommen jetzt. Meine Verlobte und ich. Mag ich auf jeden Fall, ja. Wir haben auch vor kurzem darüber nochmal gequatscht. Deine Zukunft. Vielleicht nicht in Deutschland. Du denkst genauso wie ich über das Auswandern. Ja, mir ist es ein bisschen zu kalt hier. Ja, aber das ist... Das ist ein Thema für sich, glaube ich. Genau, das ist ein Thema für sich. Das ist auch, liegt auch in so weiter Ferne noch. Ja, ja. Genau, erstmal muss ich da auch mit meiner Verlobten drüber sprechen, was sie davon... Und ja. Auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, die wichtigste Frage beantwortet. Jay ist nicht mehr bei BTN. Aber was ich schon im anderen Vlog gesagt habe, was nicht mehr heißen muss, dass ihr nicht wieder vor der Kamera seht. Projekte gibt es ja Dutzende. Ja. Und wenn ihr uns beide, weil ich finde, unser Team war halt geil, wieder vor der Kamera sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr gute Vorschläge? Habt ihr Ideen? Seid ihr große Firmen mit sehr viel Geld, die uns bezahlen wollen? Auch da gerne in die Kommentare oder per Brieftaube. Genau. Und ansonsten... Per Eule. Per Eule. Genau. Wünschen wir euch einen wunderschönen Tag hier aus dem heute echt schönen, sonnigen Berlin. Immer wenn ich jemanden bei mir habe, im Video muss er den Vlog abschließen. Okay. Dann darfst du es bitte machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ihr seht, hier unter euch ist eine Glocke, das Abonnierenschild und der Daumen nach oben. Betätigt alles drei, Freunde. Dann verpasst ihr nichts und kriegt weiter guten Content von diesem wunderschönen Herrn hier. Ciao!